Dzień dobry, das ist Polnisch. Merhaba, das war Türkisch. Sawadee, das war Thailändisch. Guten Tag, das war Deutsch. Bonjour, das war Französisch. Bona ziua, das war Rumänisch. Namaste, das war Indisch. Herzlich willkommen bei uns. Das sind die Länder, aus denen die Kinder oder ihre Eltern kommen. Ganz verschiedene Nationen sind hier im Schülerhaus ISNI vertreten. Eine ist die Türkei. Das Heimatland ihrer Eltern stellt Erzieherin Zehra Öğünç heute vor. Nur eine halbe Stunde hat sie dafür Zeit, bevor die Kinder zum Mittagessen los müssen. Trotzdem schafft es Zehra Öğünç, viele Themen anzusprechen. Den Ursprung der Flagge, die Geografie des Landes oder dass Gäste ihre Straßenschuhe ausziehen, bevor sie das Haus betreten. Auch die Bedeutung des Auges erklärt sie. Es geht da um die heilige Fatma. Die Fatma hatte außergewöhnliche hellblaue Augen, himmelblaue Augen. Und da wurde sie sehr beneidet. Und nach einer ganz heftigen Beneidigung verlieh sie einen von ihren schönen Augen. Und daraus kam dann heraus, das mit den blauen Augen, dass da irgendwie der Neid und der böse Blick irgendwie abgeblendet werden soll. So einen Glücksbringer basteln die Schüler in Form eines Armbands. Seit Montag sind die Kinder, die hier zur Nachmittagsbetreuung kommen, in kleine Gruppen aufgeteilt. So wandern sie im Schülerhaus von Raum zu Raum und lernen zwei Wochen lang verschiedene Länder und deren Kulturen kennen. Eine Kita bietet sich optimal an für so eine Begegnung. Zum einen, weil sie ein Teil ist vom Bildungs- und Erziehungssystem und auch die Werte entsprechend vermittelt. Und zum anderen, weil die Kita den Kontakt hat zu den Eltern und natürlich zu den Kindern, die sie in der Entwicklung begleitet. Damit sollen Vorurteile abgebaut und Verständnis für andere Kulturen geschaffen werden. So stehen die Projektwochen unter dem Titel »Kulturen aus verschiedenen Ländern begegnen sich«. 7 Nationen können die Erzieherinnen abdecken, auch wenn das Schülerhaus viel internationaler ist. Es ist Italien, Rumänien, Polen, Türkei. Wir haben sogar einen Elternteil aus Britannien, aus Thailand, aus Indien. Ich habe jetzt erfahren, Usbekistan, Kasachstan. Also ich war selber verwundert, aus wie vielen Ländern die Eltern zum Teil kommen oder die Kinder auch zum Teil geboren sind. Die Esskultur eines Landes interessiert die Kinder besonders. Zehra Öğünç hatte einige typisch türkische Gewürze mitgebracht, die die Schüler probieren dürfen. Der Kurztrip in die Türkei hat den Kindern gut gefallen und gelernt haben sie auch noch was. Die haben dort 3 Monate immer Ferien. Wir haben dafür Herbstferien, Osterferien, Winterferien. Mir hat sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass wir die Armbänder gemacht haben. Ich will einmal dahin, nur einmal sehen, wie das ist. Aber Türkei ist ein großes Land und ich will sehen. Wie man sich auf Türkisch verabschiedet, wissen die Kinder auf jeden Fall schon.